Dunkle Grüße, liebe Leute, und willkommen zurück zu Crisis Core Reunion. Ich habe diverse Sachen gemacht, glaube ich. Ich glaube, ich habe diverse Sachen gemacht, ich bin mir ganz sicher. Aber ich habe ein paar Sachen auch offen gelassen, sowas wie zum Beispiel, wo war es gewesen? Das hier, wieso habe ich das offen gelassen? Achso, ja genau, was war nämlich die, das wollte ich eigentlich zeigen, die Missionsreihe mit dem Typen, wo ich für ihn helfe, dem Soldat. Mit dem Soldier Class 3, also Klasse 3, glaube ich war es gewesen, der ja nicht alles allein machen kann, habe ich versehentlich diese Mission schon gemacht und jetzt muss ich noch eine für ihn machen. Die machen wir jetzt noch gemeinsam, weil das ist ja schon fast eine Art Story-Mission, weil da Story hinter ist, das ist ein zusammenhängender Faden letztendlich zu erkennen. Hat man ja bei Missionen hier in Crisis Core normalerweise sonst gar nicht. Hier aber schon und deswegen wollte ich es mal eben on-screen machen und nicht off-screen. So, Kisten suchen. So irritierend, wenn du gerade FF7 Remake gespielt hast und dann Crisis Core spielst und dann hier mit A statt mit Y auf dem Xbox-Controller die Truhen aufmachst und mit X statt mit Minus, beziehungsweise Select, wie heißt es da nicht? Das heißt Back, heißt es auf dem 360-Controller. damit die Karte öffnen oder eben hier zack, so, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich glaube sogar die Ausweichrolle ist ja vertauscht. Das, aua. Ihh. Was macht denn das? Aua. Hört auf. Ich würde eigentlich die Ausweichrolle probieren, aber das habe ich gerade nicht ganz geschafft. Ich glaube, da war jetzt die Truhe gewesen, die ich brauche. Ja. Gutes Gedächtnis. Ewigkeiten nicht gemacht auf der Switch, aber ich wusste, dass es da war. Ich weiß, die Ausweichrolle war... Genau. Hier nehme ich auf A. Und im Remake ist es hier auf B. Sehr merkwürdig. Jetzt sind wir echt, gleich machen sollen. Entweder von vornherein das Remake so machen, wie das damals bei Crisis Core war. Wäre ja per se kein Problem gewesen. Oder jetzt, wo Crisis Core neu aufgelegt wurde. Machen wir mal ab. Spaß und Freude. Das Ganze entsprechend neu machen und upala, ein Remake anpassen. Weil es wurde direkt, das Kampfsystem wurde ja generell bis dann ans Remake angepasst. Hätte auch das noch machen können. Mit der Tastenbelegung. Das ist echt ein bisschen merkwürdig so. Naja. Man kommt rein. Was ich von dir gelernt habe, kann nicht in einem Klassenraum gelernt. Bossman Zack, I swear I'll never forget what you did for me. Der Bossman Zack. Yeah. So hell hier. You certainly toughened up, huh? Oh, you know it, boss. I'm going on the next mission, and I'm gonna show everyone who's boss, boss. Wait, are you really the same guy? Glaube ich nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Bossman. See you later. Yeah. Bossman. Also eine Mission davor da wieder mal gebettelt von wegen, ah, bitte, mach du was für mich. Also, mit einmal ganz anders. Ich meine, gut, Zack hat gesagt, noch einmal, ungefähr dreimal. Trotzdem. Egal, es geht weiter, die Storyjagd hinter diesen ganzen... Ah, Level 4er. Hatte ich schon 4er Sternchen gemacht? Ich weiß gar nicht genau. Ja, hatte ich schon. So 4er sollte kein Problem sein. Die habe ich auch aufgehoben hier, weil da rieb es mich... Oh, die danach. Das wollte ich auch on-stream machen, genau. Diese beiden Sachen. Nee. Ja, hier war's. Zack, zack. Aber keine Angst, wir machen ja noch ein bisschen Story. Wobei ich heute nur eine knappe Stunde aufnehmen möchte. Ich habe mir noch eine ganze Menge in Reserve, aber ich habe gerade ein Zeitfenster, wo ich sage, oh, was soll's, dann nimmst du ein bisschen auf Vorrat auf. Weil, so wie ich das kenne, am Ende, wenn ich dann doch wieder die Folgen nicht aufnehmen kann, weil was dazwischen kommt, hab es ja doch wieder nicht und dann lieber vorher haben. Hey, ein Tomberry. Ach, verdammt, wie ist das mal nicht? Ich wollte Ausweichrolle machen gerade. Hab einen Halter genommen. Dankeschön. FF7 Remake. Aua. Nimm das. Nimm das. Hey, Level up. Finde ich auch gut. Die Schnauzekeule. Aber ich hätte ganz gerne ein, zwei Truhen. Da ist eine. Schon mal gut. Für den Anfang nehme ich auch die eine. Eisra. Eisra? Habe ich schon Eisra? Was ist mein erstes Eisra? Feuerra habe ich schon. Ja. Ich glaube, das ist mein erstes Eisra tatsächlich. Ich meine, geil ist es nicht, weil Eisra ist halt kacke. Habe ich ja erklärt, dieses Eis von oben ist halt... verdammt. Einfach irgendwie nicht so cool gemacht. Ah, ich muss sogar da lang. Okay. Ich dachte, da geht's auch lang. Was tun für einer hier? Ach, Scheiße. Spiel Ausweichrolle. Vor allem habe ich jetzt im Remake auch tatsächlich offscreen ziemlich viel gegrindet.
in der Shinra, im Shinra-Hauptquartier. Und mich da ziemlich gut, ich will nicht übertreiben und keine Ahnung was, aber ziemlich gut ins Kampfsystem reingefuchst. Und dann spielt mich jetzt auch bei einer völlig anderen Steuerung. Und wenn ich jetzt wieder bis Crisis Core spiele, wieder morgens, wieder nächster Termin zum Aufnehmen fürs Remake, bin ich wahrscheinlich wieder völlig raus. Trotz meiner vielen krassen... Aua. Vielen krassen Übungsstunden da. Und ich muss sagen, das RS7 Remake, jetzt wo ich offscreen trainiert habe und gemacht habe, spielt sich das Kampfsystem ohne Kommentar, ich habe schon mal erwähnt, irgendwo, ich weiß noch nicht wo, tatsächlich viel, viel besser, viel smoother, viel flüssiger. Also es ist echt so ein Kampfsystem, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und man wirklich im Nachteil ist, wenn man nebenbei erzählt als Let's Player. Ich habe halt den Nachteil als Let's Player, das zu Let's Playen und kommentieren zu müssen. Ich fühle mich halt genötigt. Das habe ich auf jeden Fall, glaube ich, bei God of Knights noch nicht erzählt. Da war es echt ein Crisis Core? Ich weiß es nicht genau. Wäre schön doof, wenn es die Crisis Core gewesen wäre. Jedenfalls, naja. Ist halt doof. Denn so kommt man das Kampfsystem nicht ganz mit als Let's Player. Andererseits wiederum, wenn ich dann Sachen lese von... Oh, hallo. Von irgendwelchen Leuten im Internet. Ja! Ich spiele ja schon zum 4. oder 5. Mal das Remake durch. Diesmal probiere ich eine neue Skillung aus, weil das Kampfsystem so mega geil ist, blablabla. Kann ich trotzdem nicht mehr ansatzweise nachvollziehen. Denn so gut ich das Remake insgesamt auch trotz alledem finde, auch wenn da vieles ist, was mich stört. Kampfsystem ganz vorne weg. Denn es hat trotzdem die Macken, die ich immer aufzähle. Also es ist nicht so, dass jetzt die Macken, die ich aufzähle, jetzt weg sind, nur weil ich das Kampfsystem ein bisschen besser beherrsche und weil man das besser spielen kann, wenn man nicht nebenbei erzählen muss. Das ist trotzdem halt durchaus offensichtliche Nachteile, dass das Limit abgebrochen werden kann, dass Attacken verfehlen können, Luftkampf. Es gibt viele Sachen, die hauen da einfach nicht richtig hin. Das bleibt trotzdem. Aber es kann sehr viel spaßiger sein, das Kampfsystem zu spielen, als ich das erst dachte. Aufgrund meiner Einschränkungen habe ich es ja so nicht mitbekommen. Das geht auf jeden Fall, das ist richtig. Ist egal, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was war der Punkt denn überhaupt? Aua. Guck auf die Schnauze, das ist der Punkt. Na. Der Punkt ist, ich sehe überhaupt nichts darin, das normal zu spielen im neuen Skillung, weil das... Im Gegensatz zum Original FF7... Verzeihung. Sehe ich keinen wirklichen Wiederspielwert im Remake, im Part 1 des Remakes, weil es ist halt das gleiche super schlauchige Design, man hat kaum Möglichkeit, was anders zu machen, außer andere Waffen zu favorisieren, aber ich habe trotzdem auch so, wenn meines Spiels bisher jede Waffe durchgewechselt und neue Sachen probiert und mehr oder weniger, und ich habe überhaupt keine Lust, verschiedene Skillungen zu probieren in dem Spiel, weil irgendwie macht mich das Kampfsystem halt nicht dementsprechend an, dass ich sagen würde, oh, es lohnt sich dafür, das Spiel von vorne zu spielen, weil es einfach so extrem linear und gleich ist, wegen des Schlauchdesigns auch hauptsächlich. FF7 dagegen, das Original, da kannst du hier und da grinden, das machen, hier ein bisschen rum. Das hat viel mehr Spaß und viel mehr Experimentierfreude gemacht als das aktuelle. Ich weiß, man kann im Remake-System auch eine ganze Menge machen, aber das reizt mich vergleichsweise gar nicht. Also ich noch ein, zwei Mal das Spiel spiele, gar nicht. Reizt mich echt nicht. Ich würde jederzeit FF7 komplett das Original von vorne spielen, nochmal spielen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht in meinem Leben. Aber das hier ist ein gutes Spiel, aber nee. Master Zack. Nee. An impressive display, as always. It's too bad about that last mission. Well, happens to us all. My inexperience impacted my performance. Practice always trumps theory. Hätte ich vielleicht die Missionsbeschreibung lesen sollen? Da fehlt gerade ein bisschen Zusammenhang. I thought you might be feeling down, but you're taking it well. Master Zack. Oh, er hat Augen. I will show you one day the power I've gained under your tutelage. Tutelage. Yeah. Good day, sir. Yep. Geht ganz lässig hinweg. Das war ein bisschen merkwürdig. Ein Polarreif, den ich niemals tragen werde. Höchstwahrscheinlich. Naja. Jedenfalls, Kampfsystem im Remake ist nicht schlecht. Wenn man da ein bisschen reinkommt, aber es ist einfach... Es ist jetzt keine... Krönung von irgendwas oder so. Das ist okay. Kann ganz lustig sein. Jetzt spiele ich auf Semi tiefer. Das macht ganz durchaus Spaß, auf sie zu spezialisieren, ein paar Sachen zu machen. Aber das Kampfsystem in Crisis Core bleibt spaßiger, auch wenn es ein Stück weit simpler ist tatsächlich. Aber
Wenn wir ehrlich sind, das Original spielt ja auch ein sehr viel simpleres Kampfsystem. Activating Combat Mode. Vom Remake, vom FF7-Spiel. Ne? Trotzdem macht das halt viel Spaß. Mir auf jeden Fall. Ich meine, klar, es gibt viele Sachen, deswegen mal zeitgemäß und bla bla bla, dies und das und jenes. Ich finde es super, ich kann es jederzeit spielen, läuft. Remake, naja. Klar, ich meine, hätte ich von vornherein mich reingefuchst und nicht Let's Played und ordentlich das Kampfsystem verinnerlicht, wäre meine Aussage dazu vielleicht noch ein bisschen andere. Aber die Unzulänglichkeiten in den genannten Punkten bleibt ja trotzdem halt nicht auch so bemerkt. Das ist nahezu so offensichtlich, dass man es eigentlich gar nicht ignorieren kann. Und deswegen wundere ich mich, dass es so als superb und mega super von einigen angepriesen wird, das Kampfsystem, weil das stimmt halt einfach nicht. Aus meiner Sicht. Das ist einfach zu viele offensichtliche Fehler im Kampfsystem. Tut mir leid, aber wer die nicht sehen kann, weiß auch nicht. Vielleicht wurden die bezahlt von Square Enix oder so. Ich weiß es nicht. Das hat einfach Fehler und fertig aus. So. Kein Schaden, ich bin gut. Alles megamäßig geheilt. So, zwei Truhen fehlen noch. Tap, 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 tap. Ich muss rechts lang für die Dingens. Und hier muss ich irgendwo Truhe bestimmt finden. Aha! Fehlt noch. Ach, da drüben gleich. Hieß die fast übersehen. Ah, wie geht's? Stirb! Aua! Stirb noch! Aua! Mist! Stirb! Auch wie so ein Beispiel, das Gegner Ziel wechseln. Ist ja auch im Remake total kacke gelöst. In Crisis Core viel besser. Das passiert nicht aus Versehen, dass man hier das Ziel wechselt im Kampf. Das ist gewollt und absichtlich dann, weil man dafür noch einen extra Stick, Knopf drücken muss zum Stick. Warum das nicht so gelockt ist im Remake, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, das ist total dumm da. Also das ist, diese vielen Sachen einfach, die sind offensichtliche Schwächen des Remake-Kampfsystems. Könnte man ja mit Patch nachbessern oder sowas in der Richtung und hier dran angleichen, aber auch das halte ich für unwahrscheinlich. Aber mit ein bisschen Glück kommt das dann in Part 2. Sie da ein bisschen was machen. Na. Hört auf, ihn anzugreifen. Dann höre ich vielleicht auch auf. Okay, zwar gelogen, mach ich nicht, aber. Kannst ja versuchen. Ups. Au. 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 Meine Leben. Meine Leben. Was? Bin ich gestorben, Filmratze auch? Ich habe gar kein Wiederbelebungssymbol hier. Sehr merkwürdig. Spider-Man, ach verdammt, die alle. Spider-Man, ich hab's nochmal eingesammelt gehabt. Bin ich wahrscheinlich in meiner Mission offscreen gestorben. Aber das entspricht nicht via Gold, diesen Tank zu wiederbeleben. Naja. Nicht so schlimm, kriegen wir alles hin. Ich bin hier noch im Hauptquartier, da kann man das auch machen. Was war die letzte Mission gewesen aus diesem Block? Was? Achso, ich habe das komplett fertig gemacht. Okay, jetzt muss ich ihn aufsuchen. Soll ich gerade gucken, genau. Nö, nirgendwo aus dem Boot, dass ich wiederbelebt werde. Merkwürdig. Ich war echt sicher, ich habe das gemacht. Holt uns Odin! Noch eine Vierer-Mission. Odin ist sehr wichtig, denn Odin ist cool. Und wer Odin nicht mag, der liegt bald im Sarg. Jawohl. Na, Klassiker mit der Truhe hier am Anfang. Ja. Herrlich. Diese klischeehafte Irreführung. Sowas baue ich aber auch ganz gerne ein. Oder würde ich auch einbauen in vielen Spielen einfach. Ist halt irgendwie billig, aber dann doch naheliegend und gehört mit dazu. Genauso wie so ziemlich jedes Spiel, was Wasserfälle hat, eine Höhle irgendwo hinter einem Wasserfall haben muss. Das gehört auch mit dazu. Ist klischeehaft, das ist doof. Aber selbst Chained Echoes hier, dieses deutsche tolle JRPG quasi. JRPG ist eigentlich... D-RPG, G-RPG, German, Deutsch, je nachdem, hat das mit einer Höhle und dem Wasserfall an einer Stelle. Das gehört einfach dazu. Es ist Klischee, aber es ist cool, es gehört dazu, es muss sein. Deswegen auch in Minecraft, wenn ich Welten baue, da habe ich auch immer ein oder zwei Wasserfälle mit Geheimgängen. Typischerweise. Ach, guck mal einer an. Der ist eigentlich in der Stadt des alten Volkes beheimatet im Originalspiel. Na du Vieh, Knurrbauch. Und ja, macht dir mal Schaden hier, Feuerer. Ja, zwei Feuerbälle. Aber ich habe ja getestet, die beiden Feuerbälle treffen echt nur einen Gegner. Verzeihung. Ich
Weißt du, wieso jetzt Odin bekommen? Weil wahrscheinlich, weil Odin bekämpfen unmöglich gewesen wäre, weil er mich spaltet in zwei Teile. Jedenfalls, der Blitz trifft halt mehrere Leute und damit ist ja dann der Schaden trotzdem quasi doppelt so hoch gegen Gruppen. Oh, noch mehr Missionen, okay. Verglichen mit dem jetzt eben gerade. Okay, das ist mir zu viel.